Hi Leute, heute gibt's wieder was Schnelles. Und zwar haben wir einmal Jakobsmuscheln und zwar auch noch die Schale dazu. Dort werden wir drin garen. Dazu gibt es noch ein bisschen Fenchel, ein bisschen Orange und ein bisschen Thymian. Dafür gehen wir wirklich einfach nur hin, nehmen uns den Fenchel, brauchen auch nicht alles, schneiden einfach nur ein bisschen was runter. Das reicht schon. Nehmen uns die Schale, machen dort ein bisschen Olivenöl rein. Nehmen pro Schale 2 Jakobsmuscheln, dann ein bisschen Fenchel drauf, dann haben wir noch ein bisschen Thymian, da kommt auch noch ein bisschen oben drauf und ein wenig Abrieb von der Orange. Dann können wir jetzt noch hingehen. Nehmen einfach ein bisschen Saft. Ein bisschen Salz drauf. Schon mal ein bisschen Pfeffer drauf. Und dann gehen wir jetzt einmal rüber zur Feuerschale. Erstmal lege ich die hier zur Seite. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen heiße Glut raus, leg sie direkt hier auf den Rand, dass ich eine kleine Kuhle mache und leg diese dann wirklich dort rein. Jetzt dauert es einen kleinen Moment und dann können wir die wirklich richtig schön in der eigenen Schale garen. So, circa ja, 10 bis 15 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Wir sehen jetzt schon, dass die Flüssigkeit auch ein bisschen weggegangen ist. Die Jakobsmuscheln sind immer noch ein bisschen glasig von innen, das sieht man. Der Fenchel ist ein bisschen angegart und ich glaube, das Ganze kann man verzehren. Jetzt nehmen wir das ganz vorsichtig mit der Zange. Stellen es einfach hin. Und fertig ist die Geschichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.